Moin und herzlich willkommen zu Federstiel und Tintenklecks. Ich bin Sebastian und heute zeige ich euch, ja, ich sag mal Teil 2 von unserer Hemper-Serie oder von Hemper-Produkten. Jana hat letzte Woche für euch ein Aquarell gemalt, eine Paprika. Die seht ihr da im Hintergrund stehen. Ich habe für euch heute ein Allround-Block mit 120 Gramm von Hemper zur Verfügung gestellt bekommen. Wir gucken uns das an. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, weil da gibt es ein paar Informationen, die ihr benötigt, um ein bisschen Hintergrundwissen zu haben dazu. Wir sehen uns am Tisch. Ganz viel Spaß. So, ich habe hier für euch den Sketchblock aus 100% Hanfpapier von der Firma Hemper. Der wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ihr habt letzte Woche schon das Video gesehen von Janne, wie sie ein Aquarell auf einem 320 Gramm Papier gemalt hat. Dieses Papier ist als Allround gekennzeichnet mit 120 Gramm auf dem Quadratmeter. 100% Hanfpapier. 100% holzfrei, säurefrei und ungebleicht, häufiger recycelbar, da komme ich gleich noch zu, vegan. Und in diesem Spiralblock, ne, hier oben sind so eine Spiralen dran, sind 50 Blätter drauf. Das Format ist 14,8 x 21. Das ist hier so ein Letterpress-Druck obendrauf. Die Banderole ist hier noch drum. Da steht neu drauf. Ja, das Produkt ist neu im Shop. Genauso wie der Block, den Janne gezeigt hat mit ihrer Paprika. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Video verlinke ich euch da oben. Und ich erzähle euch noch ein bisschen was dazu. Ich lasse den Block hier nochmal liegen. Ich blende euch dazu dann entsprechend die Bilder ein. Die wurden mir auch zur Verfügung gestellt von Hemper. Weil das Produkt an sich ist ein klein wenig erklärungsbedürftig. Ich mache ein bisschen Musik drunter, dann lasst euch ein bisschen berieseln. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu, was es damit auf sich hat, mit diesem Hanfpapier. Das ist nämlich eine wirklich nachhaltige und gute Idee und deshalb wollte ich das Papier auch unbedingt testen. Ich habe die Jungs auf der Messe in Frankfurt kennengelernt, habe gefragt, wie es aussieht. Ich würde das Papier gerne mal vorstellen. Wärt ihr bereit, mir da mal was zur Verfügung zu stellen? Waren sofort bereit und haben gleich gesagt, ja, wir schicken dir was zu. Wie ihr seht, ich habe es jetzt da. Und ich habe auch schon ein bisschen was mit dem Papier gemacht. Ich habe ein bisschen rumgespielt, das zeige ich euch gleich. Aber immer was zu dem Hanfpapier. Ne? Also ihr habt durch die Verwendung von Hanf habt ihr quasi einen höheren Ertrag auf. Also die Ernte von Hanf bringt die vierfache Papiermenge aus der gleichen Fläche aus Holz. Das ist schon mal viel mehr, als was wir sonst so kennen. Eine höhere Frequenz als die Bäume haben wir auch. Bäume werden nach 7 bis 10 Jahren gefällt. Hanf kann dreimal jährlich geerntet werden. Da seht ihr auch schon den Nachhaltigkeitsgedanken. Ne? Weniger Chemie ist da notwendig. Die Hanfpapierproduktion braucht keine Bleichmittel oder Farbstoffe. Das bringen die Fasern schon mit. Das haben wir bei Holz eben nicht so. Und was sehr, sehr schön ist, eine höhere Recycelbarkeit. Das ist das, was viele nicht sehen, was erklärungsbedürftig ist. Denn die Hanffaser ist nämlich länger als die von Baumfasern. Das heißt, ich kann dieses Hanfpapier 5-mal mehr recyceln als Papier aus Baumfasern. Aus den Fasern von Bäumen, sagen wir mal so. Ne? Das heißt, ich kann dieses Papier immer wieder in den Kreislauf bringen und nach 5-mal in den Kreislauf gebracht, ist das Papier erschöpft, dann ist es durch. Bei Bäumen ist es viel kürzer. Also das ist schon mal ein schöner Nachhaltigkeitsgedanke. Deswegen haben die auch mehrere Preise gewonnen. Das ist also ein Nachhaltigkeitsfaktor, der nicht zu verachten ist. Sind halt eben ökologische Vorteile. Sie haben den Nachhaltigkeitspreis 2022 gewonnen. Und was das Papier also perfekt macht für Allround, ist halt auch die schöne Oberfläche, die ist ein bisschen wolkig, schreibt sich auch mit Füller sehr gut. Da hat man nicht dieses Glatte, viele mögen dieses Glatte von diesem französischen Hersteller nicht, wie Clairefontaine, Rodia. Das ist, oder auch Tomoe River ist ja auch etwas glatt. Das ist bei vielen nicht so gewollt. Diese wolkige Oberfläche hier, die ist perfekt. Werdet ihr auch sehen, ich schreibe auch mit dem Füller mal drauf.
Wenn ihr da mehr mitmachen wollt, durch die Grammatur und durch die Handfasern wird die Feuchtigkeit anders aufgenommen. Und wie gesagt, die Farbe ist natürlich belassen. Da ist jetzt nichts weiter drin an Bleichmitteln und so weiter. Das ist auch für Künstler halt schön. Ne? Der Block ist aufgebaut. Wir haben oben so einen Spiralring. Ne? Hier so einen grünen Spiralring. Wir haben 50 Blatt, wie hatte ich schon gesagt. Dann ist das dieser Letterpress, den ihr hier seht. Ich weiß nicht, ob ihr das so rüberkriegt in der Kamera. Der ist mit Tiefdruck. Also da ist ich krieg's nicht rauf. Ne? Ich versuch's, aber man sieht's nicht. Auf jeden Fall ist der vertieft, der Druck. Ne? Also wer dieses Letterpress kennt, der weiß, was ich meine. Ne? Das ist so ein Reliefdruck drauf. Also es geht tief ins Material rein, fühlt sich super an. Ne? Also es ist total schön. Auch das Cover ist Hanf, ne? Also 100% Hanf, auch das Deckblatt. Das ist dieses 320 Gramm Papier, was wir letzte Woche hatten. Und wie gesagt, es wird keine Chemie verwendet. Wir haben auch noch andere verschiedene Produkte. Alles, was ihr im Shop findet bei Hemper, ist alles aus 100% Hanfpapier. Alles in Deutschland gefertigt. Und hier ist dann nochmal auf der Rückseite zu sehen, wer dann hinter Hemper steckt. Mal die Kamera kurz scharf stellen lassen hier. Da ist einmal Stefan. Kriegt sie das hin? Hallo, ist das zu klein? Jetzt. Stefan, Jonathan und Alexander, das sind die drei Köpfe, die hinter Hemper stecken. Das Ganze ist als Studienprojekt gestartet oder aus dem Studium heraus und haben sich damit dann auch selbstständig gemacht. So, wie sieht jetzt das Papier aus? Ne? Also das Cover habt ihr ja jetzt schon gesehen. Ich habe hier schon mal ein bisschen rumgeschmiert. Machen wir aber gleich nochmal zusammen, wie das Papier so performt. Es fässt sich wirklich, dieser wolkige Charakter ist tatsächlich gegeben. Ist leicht rau, das Papier, also griffig. Ich habe auch schon für euch ein paar Tinten geswatcht. Ne, hier, ich wollte gucken, wie performen Tinten-Swatches. Hier ist Medusa von Octopus. Dann, was haben wir hier noch? Was war noch gut? Genau, also hier kann ich euch schon auch mal was Negatives zeigen. Wenn ein bisschen viel Tinte aufgetragen wird, blutet es ganz leicht durch. Aber generell ist das Papier sehr, sehr gut, was Ghosting betrifft. Wir haben, wie gesagt, wenn wir ganz, ganz starken Tintenauftrag haben, haben wir ein klein bisschen Durchschlag. Aber ansonsten geht's. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir jetzt hier anfangen. Ich nehme wieder meinen Bleistift und meinen Kugelschreiber. Bleistift, sondern der normale Faber-Castell. Grip, Jumbo-Grip in dem Fall. Soll ja Allround sein, dann testen wir das auch. Ich zoome euch ein bisschen mit rein, damit ihr mehr sehen könnt. So, da haben wir es. Bleistift. Damit wir ein bisschen mehr zum Schreiben haben, schreibe ich auch noch Jumbo Grip dazu. Mach mal ein bisschen hier Krickelkrackel. So, dann, so hatte ich ja schon angemacht, haben wir hier den Stabilo Point Ball. Und ich glaube, ihr könnt schon hören, die Papierstruktur ist halt auch da. Ne? Ist ja nicht so ein glattes Papier, hatte ich schon gesagt. Das ist eine M mit halt 0,5. Und ich schreibe mal hier mit einer B-Feder mit Tinte. Das ist der. Also hier kommt wirklich viel Tinte raus. Ne? Das seht ihr, glaube ich. Lamy, Alster, LX in der Farbe Marron. Da. Also, man hört, dass man mit Füller schreibt.
ich mache mal jetzt gar nichts. Ich schreibe jetzt mal den Satz mit dem Fuchs. So. Und dann wollt ihr bestimmt auch noch Textmarker sehen. Den habe ich natürlich jetzt hier vergessen rauszuholen. Wenn man nicht alles im Kopf hat. Ne? So. Ihr sollt ja auch was sehen. Textmarker. So. Und dann hatten wir auch immer radiert. Auch das habe ich sehr gut vorbereitet. Es ist doch verrückt. Wo ist jetzt mein Radiergummi? Da oben. Nee. Wenn Janne nicht dabei ist, klappt auch gar nichts. Dann radieren wir hier jetzt mal. Oh, das geht aber sehr gut. Da bin ich überrascht. Ich habe es noch nicht selber gemacht. Also ich habe noch nicht radiert hier mit Bleistift drauf geschrieben. Ich habe nur den Füller gemacht und geswascht. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Richtig gut. Das überrascht mich. Sehr, sehr schön. Die Tinte ist jetzt getrocknet. Ihr könnt mal angucken, wie es aussieht. Vielleicht seht ihr auch ein bisschen von der Struktur des Papiers. Auch die... Ich habe die Tinte ja hier schon mal gezeigt. Nee, habe ich noch nicht gezeigt. Ne, dann zeige ich euch die bald. Auch die kommt sehr gut zur Geltung. Dadurch, dass das ein bisschen saugstärker ist, ist der Farbauftrag hier klein wenig anders als auf anderen Papieren, die tatsächlich nur für Füllertinte geeignet ist. Und jetzt die Rückseite. Ich guck mal, hier kriegt man das vielleicht hin. Die Dicke des Papiers kann man hier nicht sehen. Aber ihr wisst ja ungefähr, was 120 Gramm sind. Ne? Also so, dann seht ihr hier auch, ich halte es mal gleich so rum, vom Ghosting her nicht allzu viel passiert. Ihr könnt also auch die Rückseite beschreiben, wenn ihr euch dieses Papier kauft oder kaufen möchtet. Wie gesagt, ich finde das sehr, sehr gut, das Papier. Auch zum Tintenswatchen ist das meiner Meinung nach ganz gut geeignet. Und das machen wir auch gleich mal. Ich habe extra Tinte für euch rausgesucht. Ich habe hier nämlich eine der Schienentinten mit rausgesucht, weil da können wir mal sehen, wie das Papier so performt. Ich habe von Octopus, jetzt habe ich schon aufgedreht, ich wollte euch den Flakon noch zeigen. So. Von Octopus Unicorn, das ist dieses hellblaue mit dem pinken Schienen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Papier hier mit umgeht. So, wo ist mein Probler? Da. So, dann guckt mal zu, wie jetzt die Tinte hier die Farbe verändert oder auch nicht. Ist ja Schienentinte. So. Tinte ist noch nicht ganz getrocknet, aber ihr seht schon, die Farbvarianz geht jetzt hier schon los. Und wenn wir uns mal das von der Rückseite aus angucken, ne, da wo ich viel Tinte aufgetragen habe, da kommt ganz leicht ein bisschen was durch. Minimal, ist zu verschmerzen. Aber so zum Schreiben und so ist es echt ein tolles Papier. Für einen kleinen Brief oder so ist das Format auch total toll. Gefällt mir wirklich gut.
Und wie gesagt, wenn der Nachhaltigkeitsgedanke bei euch da ein bisschen mitspielt, dann probiert das ruhig mal aus. Der Preis ist in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall für euch einen Rabattcode noch, den ich euch mitgeben kann. Und zwar, wenn ihr in der Videobeschreibung den Link klickt zu Hemper, dann wird euch im Warenkorb gleich 10% erlassen, sodass ihr gleich eine Ersparnis habt. Oder ihr verwendet den Rabattcode später im Shop hinten in der Kasse, dann Federstiel 10. Da bekommt ihr auch 10% Rabatt bei Hemper. Ich danke Hemper für die Zurverfügungstellung der beiden Blöcke. Ich habe mich sehr gefreut darüber, so ein Papier mal probieren zu dürfen. Ich bin, wie gesagt, begeistert. Werde darauf wahrscheinlich auch in nächster Zeit ein paar Briefchen schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einem Like, also Daumen hoch. Dann bleibt kreativ, vielleicht auch mit einem Blog von Hemper. Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.